mit der Fanfrage losgeht, einmal eine Frage von meiner Seite aus. Wie war das jetzt für euch, jetzt den Film zu sehen? Ihr saßt ja jetzt mit im Kinosaal, jetzt einmal mit den Live-Publikum-Reaktionen. Wie war das für euch? Weiß nicht, wer möchte? Ich fand es ganz schön, dass ein paar Witze aufgegangen sind, also zumindest, die man sich so ausdenkt, dass dann ein paar zünden, das ist ganz gut. Und die Reaktion, ja, ich freue mich, wenn der Film gut ankommt. Ich persönlich und ich glaube, die anderen haben sich auch gewundert, was der Daniel da geleistet hat. Also von vorne bis hinten nur schreien. Wir haben nur dreimal so lange gebraucht als geplant, glaube ich. Wir haben dann eine Zwangspause bei dem Film eingeräumt, damit er sich stimmlich mal ab und zu erholen konnte und mal zwei Stunden nichts sagen. Das hat ein bisschen geholfen. Ja, ich glaube, wir haben genug Fragen hier aus dem Fanpublikum, deswegen wir wollen keine Zeit vergeuden, damit wir so viele Fragen wie möglich beantworten können. Wir haben Mikrofone hier im Publikum, die gleich rumgehen, deswegen, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne melden und dann werden so schnell wie möglich die entsprechenden Mikrofone zu euch flitzen. Wer hat Fragen, ihr dürft euch gerne melden. Und ich glaube, dort oben hat sich zuerst eine Person gemeldet, genau, mit den zwei Daumen nach oben. Und die liebe Aline von Kase kommt zu dir rübergeflitzt mit dem Mikrofon. Und du darfst dann gleich eine Frage stellen. Bitte schön. Hallo, kann man mich hören? Okay, gut, das funktioniert. Ich habe eine Frage und zwar... es wurde ja bekannt gegeben, dass es dass One Piece jetzt so ungefähr in 5 Jahren plus minus enden wird. Wie ist das für euch als Synchronsprecher oder generell, wenn man so viel Zeit mit so einem Projekt verbindet und so viel Arbeit da drin steckt, dass man irgendwann weiß, okay, in 5 Jahren oder so ist es dann vorbei. Also in Japan natürlich und in Deutschland wahrscheinlich dann irgendwie so in 7 oder 8. Genau, das ist so meine Frage. Wie geht's euch damit, wenn man so weiß, es ist bald ein Ende da? Also ich bin ja noch gar nicht ganz so lange dabei, darum gebe ich das mal an den Daniel. Ich weiß es nicht, ich höre eigentlich immer wieder unterschiedliche Aussagen. Ich 5 Jahre, jetzt letztens hatte ich wieder jemand, der hat mir gesagt, wir sind bei 60%. Ich weiß nicht, weiß jemand an welche anderen Zahlen noch? Wie auch immer, also ich gehe davon aus, dass es noch eine ganz gehörige Zeit laufen wird. Und sicherlich, ich meine, es ist nicht leicht, wird immer heftiger, die Kämpfe werden epischer, die Attacken und Angriffe werden immer krasser und es ist sicherlich nicht leicht, wird nicht leichter mit zunehmendem Alter dem Ganzen gerecht zu werden. Kommt man schon. Aber letzten Endes ist es trotz allem natürlich eine Serie, die uns allen ans Herz gewachsen ist und in der man sich irgendwie jetzt halt einfach jahrzehntelang bewegt und irgendwie sich verausgabt und die man verinnerlicht hat, den Charakter und irgendwo auch schätzt und liebt. Und sicherlich ist es nicht schön, sich vorstellen zu müssen, dass das Ganze irgendwann mal endet. Auch wenn es das höchstwahrscheinlich tun wird. Aber in diesem Sinne, ich hoffe halt einfach immer noch, dass die Zeitangaben, die das Ganze in der ferneren Zukunft sehen, eher zutreffen als in der näheren. Warten wir es ab, ich weiß es auch nicht. Ich bin mir auch sicher, dass euer Support dafür sorgen wird, dass das Ende ein bisschen weiter nach hinten geschoben wird. Deswegen, je mehr Fans dann die Serie verfolgen, desto weiter wird es dann vielleicht nach hinten geschoben. Sehr gut. Wir haben weitere Fragen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer sich in welcher Reihenfolge gemeldet hat. Du warst in der Mitte, glaube ich, ziemlich schnell. Ansonsten, genau, wenn ihr mit dem Mikrofon das so ein bisschen im Blick habt, dann könnt ihr das auch gerne steuern. Hallo. Ich wollte mal fragen, ob ihr vielleicht so eine kleine Szene nachspielen könntet. Wie viel Geld hast du in deiner Brieftasche dabei? Wir legen alles drauf, alles klar. Wir sammeln erstmal, danach gucken wir mal. Ja, wer kann denn dann auswendig? Also ich glaube... Ja, der Hund hat ein Skript geschrieben. Ja, also ich glaube, so eine ganze Szene... Also ich wurde gerade gebeten, weil das kann ich mir immer merken. Also wenn man zum Beispiel ein... Juhu! Okay. Aber
wäre der König der Piraten! Drei Schwerter Stil. Monster Strike! Ich hab leider nur zwei Arme, sonst würde ich jetzt was vormachen. Ja, ich glaube, es war jetzt keine gespielte Szene, aber mehr als man bei einer Filmpremiere erwarten darf. Nochmal einen Riesenapplaus, oder? Das war ganz exklusiv, sensationell. Wir machen weiter mit den Fragen. Die Aline geht mit dem Mikro rum. Ja, ich habe da eine Frage. Ich habe mal die One Piece Spezialedition gesehen und das Einzige, was mich da irgendwie immer geärgert hat, ist, dass sie immer die Wiederholung von Ace Code gemacht haben. Wieso macht denn die das? Das weiß ich, wenn mal einmal gezeigt wurde. Weil Ace eine Legende ist. Immer die Wiederholung. Ja, also im Prinzip können wir ja nichts für die Zeichnungen. Wir machen ja nur Deutsch. Warum und wieso? Ich glaube, das müsste man Oda selbst fragen, aber weil er jetzt gerade nicht so greifbar ist. Es ist schwierig für uns, die Frage zu beantworten. Ja. Ja, ich glaube, inhaltliche Fragen sind immer ein bisschen schwierig. Ja. Also, wir wissen es selber nicht so genau. Wir können später den Oda mal anrufen. Weil wir vielleicht. Ja, genau. Machen wir wegen FaceTime. Naja, wir wissen, ich glaube, wir machen weiter mit den Fragen. Wir haben eine weitere Frage, bitte. Hallo. Wurdet ihr vielleicht schon mal von Ichiro Oda oder halt Bandai Namco nach Japan eingeladen, um dort zu sein und mit denen auch Kontakt zu haben? Hupsi, ich glaube, du hast da ganz viel Bock drauf. Nein, aber tatsächlich haben wir vorher im Vorfeld darüber gesprochen, dass es eigentlich ziemlich geil wäre, wenn wir als Crew dorthin fliegen würden und auch mal die Originalsprecher treffen würden. Und ja, dass man da so einen kleinen Reise-Event draus dreht oder sowas. Und wenn sich da, also keine Ahnung, wenn das irgendwie, wenn die uns einladen, dann würden wir wahnsinnig gern kommen. Ja. Also sie würden nicht Nein sagen. Ja. Ich komme damit. Sehr gut, wir machen weiter mit den Fragen. Haben wir schon eine nächste Person? Eine nächste Frage? Ich glaube dort oben. Mit der Cappy. Sehr gut. Test. Hallo. Ich glaube, es ist eine blöde Frage, aber ich möchte es nochmal sicher gehen. Ich bin da auch nicht so ganz genau informiert. Es weiß ja eigentlich nur Oda, was das One Piece ist und ein paar Leute aus seinem engsten Kreis. Wisst ihr als Synchrosprecher oder euer Team, was das One Piece ist? Also ich will es nicht wissen, was das One Piece ist, sondern ob ihr das wisst. Also nein, wissen wir nicht, weil wir uns auch nur am Handlungsstrang orientieren und das, was aus Japan vorgegeben wird. Wenn wir so im engsten Kreis mit drin wären, wäre es natürlich toll, dann hätten wir noch ein bisschen mehr Inputs, könnten noch ein bisschen mehr drumherum reden in der Serie, aber da das festgelegt wurde und wirklich er nur das weiß und ich habe mal gehört, gelesen, dass wenn es irgendjemand mal in den Raum stellt und es sich für wahr herausstellen sollte, dass er es dann nochmal ändert. Das also habe ich auch herausgenommen. Sehr gut. Die nächste Frage. Es gibt einige, die sich melden, aber ich glaube, wir haben die nächste Frage bereits. Ja, bitteschön. Hi, ich hätte mal die Frage. Wie lange braucht ihr für eine Folge einzusprechen? Anja? Können wir nicht so verraten. Es ist auch schwierig, weil der Aufnahmeprozess quasi nicht in Folgen gegliedert ist, sondern in Takes, wie viele Takes ein Sprecher bzw. eine Rolle zu bewältigen hat. Und das hängt immer davon auch ab, wie viele Folgen wir produzieren. Also wenn es nur 30 sind, ist der Zeitraum natürlich deutlich kürzer, als wenn es 60 sind. Das, ich glaube, das spricht für sich. Und die Sprecher, die dann ins Studio kommen, die sprechen nicht nur eine Folge zu Ende und warten dann, bis der nächste Termin ist, sprechen dann die zweite, sondern die sprechen 10, 15, 20 Folgen am Stück
und zwar nur ihre Takes und deswegen ist die Frage ein bisschen schwierig zu beantworten, wie lange wir brauchen für eine Folge. Für den Film hat man, glaube ich, eine Aufnahmezeit von 1,5 bis 2 Wochen, reine Aufnahmezeit im Studio. Aber da gehört nicht noch Schneiden dazu, da gehört nicht die Mischung dazu, da gehört nicht das Schreiben vorab dazu, das Taken, das Planen und so weiter. Also es war wirklich nur reine Aufnahmezeit. Also sehr viel Arbeit komprimiert, was ihr gerade eben gesehen habt. Nochmal einen Applaus an diese tolle Arbeit von der Tolle. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Ah, wir haben einen, ja, bitte. Können wir vielleicht noch eure Theorien zu was das One Piece ist, hören? Ich gebe mal weiter. Jetzt nach dem Film habe ich erst recht keine Ahnung mehr, ganz ehrlich. Also, es muss offensichtlich tatsächlich etwas sein. Ich habe vorher immer gedacht, es wäre vielleicht das Ergebnis der Reise eine tolle Freundschaft und so. Aber, anscheinend gibt es was. Das brauchen wir aber wieder. Gleich. Mit einer Todesszene, wo es gestorben ist. Wie habt ihr vorbereitet? Vorbereitet hat. Also das ist ja unser Beruf, dass wir uns nicht so lange darauf vorbereiten müssen, sondern wir gehen ins Studio, wir versetzen uns da rein und machen es aus dem Stand. Also das ist einfach unser Job. Genau, also wie Simone schon sagt, die Sprecher wissen meist vorab nicht, was passiert. In der Serie sowieso nicht. Für große Filme kann es sein, dass die Hauptcharaktere mal den Film vorab kriegen und, das, und den Film sehen können. Das war bei One Piece Stampede nicht der Fall. Und das ist dann meine Aufgabe und die vom Team, die Leute ganz kurz und knackig zu briefen, weil Zeit ist Geld auch bei uns. Und das ist, wie Simone richtig sagt, der Job und das macht die richtig guten Synchronschauspieler eben aus. Denen sagst du 2, 3 Stichworte und sofort sind die in tiefer Trauer. Und manche brauchen da minutenlang, um sich reinzuversetzen und das macht es eben aus, dass gerade die Hauptcharaktere bei One Piece auch den Schalter umlegen können und es zahlen sofort. Und ich glaube, da kann man auch mal einen großen Applaus gerade auch an Daniel geben, der sich da dafür ausgedacht hat. Also man lässt sich ja auch ein bisschen von den Szenen und Bildern, die man da sieht, leiten. Das ist ja auch entscheidend. Also ich, klar, das, die erste Instanz ist sozusagen der Regisseur, der im Vorfeld erklärt, worum es jetzt gerade geht. Und dann kriegt man das Ganze aber ja auch live vorgespielt. Und in dem Moment, wo man das sieht, muss man sich halt versuchen reinzuversetzen. Das ist eben das, was ein Schauspieler, Synchronschauspieler, wen auch immer, jemanden, der was versucht zu adaptieren, auch ausmacht. Und das ist eben schon in der Szene mit Ace krass gewesen. Ich habe immer gesagt, das war eigentlich meine schlimmste Szene, jetzt hat Stampede alles getoppt. Aber letzten Endes war die Szene oder war der ganze Verlauf mit Ace, das war krass. Und wie gesagt, das nimmt man halt immer noch auf und versucht es dann halt auch wiederzugeben und sich reinzuversetzen und zu empfinden, was da gerade abläuft und wie der sich wohl fühlt, wenn er diese Situation vor sich hat. Und das ist halt dann eben das Entscheidende, dass man das möglichst gut versucht umzusetzen. Aber ich glaube, dass es teilweise sogar besser ist, sich da nicht unbedingt vorzubereiten, sondern das intuitiv einfach aus der Situation heraus zu spüren und dann umzusetzen, weil es dann einfach brachialer rauskommt, als wenn man da irgendwie Tage vorher überlegt, wie mache ich das, wie mache ich das? Und dann verkopft man sich da irgendwie total und dann kommt irgendein Schmarrn bei raus, anstatt dass man einfach sagt, ich nehme die Situation so, wie sie ist und versuche, die einfach nachzuspielen. Und so war es letzten Endes auch. Sehr gut. Sehr interessant. Und wir haben ganz oben in der hintersten Reihe. Bitte. Ja, hallo, ich habe 2 Fragen. Wie war es für euch, als der alte Zorro-Sprecher, naja, nicht mehr mitgemacht hat? Ich glaube, der ist gestorben, oder? Ja, der ist leider verstorben. Okay. Naja, wie habt ihr darauf reagiert? Ist doch schon ein bisschen bitter, oder? Naja, also...
da ging es jetzt gar nicht, da hatte One Piece, muss man jetzt schon ganz ehrlich sagen, eine relative Nebenrolle gespielt. Da ging es mehr um das Kollegiale oder um das Kollegentum an sich. Ich meine, wir sind ja eine überschaubare Branche auch in München, man kennt sich gut und man hat ja auch außerhalb des Synchrons und unter der Woche was miteinander zu tun. Und wenn dann jemand auf so tragische Weise ums Leben kommt, wie es bei demjenigen der Fall war, beim Philipp, dann spielt ehrlich gesagt Synchron eine relativ untergeordnete Rolle. Und das war, hat schon die Branche auch ziemlich erschüttert, weil der Philipp war ein Top-Sprecher, war ein super Kollege, total netter, guter Mensch, Vater und alles und Freund. Also das, wie gesagt, da geht es nicht um One Piece und da geht es auch nicht um jeden anderen Film oder irgendwas. Das war einfach, war eine krasse Situation und egal. Ja, Entschuldigung, zweite Frage, was war das? Zweite Frage ist die, ich schaue es ja auch auf Japanisch, dann bin ich nicht der Einzige. Und ich würde fragen, ob ihr das ausschaut, weil man merkt schon, dass da was anderes gesagt wird als letztendlich im Deutschen. Unser Japanisch ist jetzt relativ schlecht. Also wir Sprecher können dazu jetzt leider nicht so viel sagen. Nein, ich meine die Untertitel, die lese ich wahrscheinlich auch. Ja, es kommt drauf an, aber du musst dabei beachten, dass Synchron was anderes ist, als nur einen Untertitel drunter zu schreiben. Da kannst du Wort für Wort das übernehmen, was im Japanisch gesagt wurde. Das funktioniert inhaltlich manchmal schon gar nicht und vor allem synchrontechnisch nicht. Wir achten ja dabei beim Schreiben, beim Sprechen, beim Aufnehmen darauf, dass es lippensynchron ist. Und da dann allein einen englischen Satz zum Beispiel ins Deutsche 1:1 zu übertragen, das funktioniert sprachlich nicht. Das funktioniert synchrontechnisch nicht, weil du dabei Labiale beachten musst, das sind Mundschlüsse wie M oder B oder P. Und das ist eben die Kunst, das anders zu machen. Und wir orientieren uns dabei dann stark eben an den Emotionen, die die japanischen Originale vorgeben. Sehr gut. Wir haben dort vorne eine Frage, bitte. Ich wollte fragen, was war denn eure Lieblingsszene vom ganzen Film? Der Furz von Brook. Ich glaube, da waren eure Reaktionen auch sehr gut. Der Kampf gegen Fujitora, was soll ich sagen? Als ich den letzten Schlag gesetzt habe und einfach wusste, dass es vorbei. Also mein Highlight war wirklich alles, was Daniel gemacht hat. Das wurde jetzt so oft erwähnt, aber wenn man selber weiß, wie das ist, wenn man die ganze Zeit schreien muss und laut ist und also dass dir nicht die Birne geplatzt ist, ist ein Wunder, dass du heute Abend hier sein kannst. Also großen Respekt von mir nochmal als Kollege. Und mein Highlight war dann, ich hatte ja nicht so viel, dann auch eher wahrscheinlich der Furz. Entschuldigung. Die Augen treten ein bisschen mehr hervor seit dem Film. Beim Highlight, ja, habe ich das Gefühl. Nee, mein Highlight war natürlich der Kampf gegen eine der Synchron-Ikonen, gegen Eki Belle, den ich sehr schätze als Kollege und dass ich als Hubertus Lerchenfeld gegen Eki Belle mal kämpfen darf. Das fand ich schon sehr geil. Sehr gut. Ich glaube dort, ja, bitteschön. Was macht euch denn mehr Spaß? Verleiht ihr eure Stimme lieber für One Piece oder andere Produktionen wie Hollywood, Daniel Ruffy oder Zac Efron? Achso, spielt sie auch Zac Efron. Ja, das ist... Vorsicht, was du sagst. Ja, ja. Ja, hier schon, aber auch schon, wird schon viele Leute hier drin, gell? Oh, ist auch was. Um ehrlich zu sein, es ist irgendwie, die Mischung macht es am Ende, es ist wirklich so. Es ist jetzt nicht so dahin gesagt, man hat einfach irgendwie unterschiedliche Projekte. Es ist ja nicht nur so, dass wir Anime und Real machen, wir machen ja zwischendurch mal eine Werbung, ein Hörspiel, keine Ahnung, irgendein Hörbuch oder was weiß ich, was noch dazu kommt. Am Ende ist es das, was es... Der Kollege gesagt. Egal. Also auf jeden Fall die Mischung macht es halt. Und das ist eigentlich das, was den Job auch so abwechslungsreich und schön macht. Und ehrlich gesagt, wenn ich nur Anime machen würde, nur das jeden Tag, ich glaube, dann meinte es 3 Wochen und dann war es die längste Zeit Sprecher gewesen, weil das hält man nicht durch. Und wenn ich nur Zac Efron sprechen würde und die ganze Zeit irgendwelchen,
Tanzzeug. Also ich weiß auch nicht, ist jetzt auch nicht so mein Ding. Also im Endeffekt ist es halt einfach eine Variation aus verschiedenen Situationen. Es ist ja das Synchron auch. Man geht am Vormittag hin, spricht irgendeinen Anwalt, am Nachmittag spricht man irgendeinen Drogendealer und am Abend macht man noch eine Werbung hinterher. Das ist es halt einfach, die Abwechslung, die es ausmacht. Und deswegen, ich würde mich da nicht festlegen. Es ist einfach das Gesamtbild. Gibt es noch Fragen zum Porno? Also ich würde sagen, wir machen jetzt noch zwei Fragen und dann gibt es noch ein schönes Gewinnspiel. Ja. Hey. Dann dürft ihr entscheiden, ja, welche zwei Fragen noch. Ja, schwierig, es sind doch immer so viele. Ja, aber du hast gerade die Ansage gemacht mit der letzten zwei Fragen. Da darfst du die Verantwortung übernehmen. Janine da drüben wird schon okay. Okay. Die zweite Frage haben wir gleich schon. Ja, hallo. Eine Frage. Warum wird Raftel nicht Raftel genannt, sondern einfach Unicorn? Und das würde mich mal gerne interessieren. Also es wurde an One Piece sitzen mehrere Leute, das über Jahre hinweg. Und den Verantwortlichen damals ist Unicorn wohl in den Kopf gekommen und wir übernehmen das jetzt kontinuitätsmäßig. Jetzt habe ich natürlich auch schon mitbekommen, dass dieser Ort jetzt im Manga näher behandelt wird und wir da Schwierigkeiten mit unserer deutschen Übersetzung kriegen, sagen wir mal so. Das sind einfach manchmal Entscheidungen, die getroffen werden, die dann später mitgenommen werden müssen aus Kontinuitätsgründen und das ist auch ein Teil unseres Jobs, dann das A durchzuziehen und B hinter den Entscheidungen zu stehen und die mitzutragen. Wie wir damit in Zukunft umgehen, das müssen wir mal sehen, gerade speziell mit dem Inselnamen, aber das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Insel, sondern auch auf die Attackennamen. Wenn er einmal so und so ausgesprochen würde, müssen wir halt zwangsweise quasi dabei bleiben, es sei denn, es gibt eine Ausnahmeregelung, wieso auch immer. Was bei One Piece ja nicht ganz so unüblich ist, wie jetzt in anderen Serien, muss man sagen. Aber das ist eigentlich die Antwort, wir müssen da die Kontinuität bewahren. Und da es irgendwann mal Unicorn genannt worden ist, sind wir bei Unicorn geblieben. Ich glaube, ihr hattet da schon, okay, und er hatte noch eine Person ausgewählt, dann ein und dann noch zwei Fragen. Ja. Hallo. Ich hätte keine Frage, sondern ich würde euch ein ganz großes Lob aussprechen, wie toll ihr das alles so macht. One Piece ist einer meiner Lieblings-Anime-Serien überhaupt und vielen, vielen Dank, dass ihr das so toll macht. Danke, danke, danke schön. Und jetzt haut das sogar hin mit den übrigen zwei, weil wir haben noch eine Frage hier, um das passend thematisch abzuschließen, eine Person mit Strohhut. Sie darf da. Ja, ach, du machst das? Ich versuch's. Dann redet doch jeder ins Mikrofon. Also, ich habe die Frage: Es gab ja jetzt verdammt viele One Piece-Filme und auch viele Folgen. Und da wollte ich fragen: Welche ist euer Lieblingsfilm? Ist Don Pedro natürlich mit einbezogen. Welcher Film hat euch am meisten Spaß gemacht zu synchronisieren oder welchen guckt ihr einfach am liebsten? Das ist schwer zu beantworten. Ich habe erst zwei Kinofilme hinter mir, aber da Gold der erste war, wäre es bei mir Gold. Ja, wir sind über die ersten Filme teilweise relativ schnell, habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, mit welchem Studio wir die gemacht haben. Das ist irgendwie schon so lange her, ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also ich muss sagen, ich glaube ehrlich gesagt, im Verlauf der Stampede-Produktion war es schrecklich bis die Hölle. Und danach war es aber schon toll, weil man wusste, was man hinter sich hat und was man da irgendwie fabriziert hat. Und ich muss sagen, als wir das angeschaut haben, es hat schon eine ganz gute Power. Also ich muss auch sagen, gut gemacht, Janik, echt cool, fand ich super. Gute Texte. Gut, nee, aber du musst es anleiten und das fand ich echt cool, muss ich echt sagen, hat wirklich richtig gut. Und insofern würde ich sagen, Stampede war eigentlich schon irgendwie so als das Krönungsding momentan, was halt wirklich irgendwie die meiste Energie gebraucht hat. Und ja, mei, wenn man es halt dann geschafft hat, dann ist halt.
nur unterstreichen, das ist absoluter Höhepunkt, auch wieder euch alle zu treffen und im Kino zu stehen und irgendwie mal Feedback zu bekommen für das, was man so alltäglich macht. Und trotzdem ist meine Lieblingsfolge immer noch die Ankunft auf der Fraueninsel. Ich glaube, mit dieser Antwort können wir die Q&A-Runde schließen. Nochmal einen Riesenapplaus.